Hallo bei Allemand Compris. Willkommen in der WG. Bienvenue dans la coloc. Écoutez, Anna qui s'intéresse à louer une chambre. Après, on va faire le point sur le vocabulaire de la colocation, die Wohngemeinschaft. Los geht's, c'est parti! Hallo, hier ist Anna Mühlberger. Ich interessiere mich für das WG-Zimmer. Ja, hallo, ich bin Mike. Wir suchen einen neuen Mitbewohner oder eine Mitbewohnerin. Unsere WG ist in der Bismarckstraße. Ist das Zimmer möbliert? Ja, es gibt ein Bett, einen großen Kleiderschrank, eine Kommode, einen Schreibtisch mit Stuhl und eine Couch. Wie hoch ist die Miete? Die Miete beträgt im Monat 380 Euro warm, also inklusive Heizung, Wasser und Strom. Das ist okay. Wie viele Leute seid ihr in der WG? Wir sind nur zu dritt. Isabel aus Portugal, ich selbst und Franziska. Sie zieht aber am Monatsende aus. Ihr teilt euch also Küche und Bad? Genau. Ist zwar ein Altbau, aber sehr gemütlich. Wir kochen am Wochenende oft gemeinsam. Das trifft sich gut. Ich koche auch unheimlich gern. Na super. Möchtest du dir das Zimmer mal ansehen? Unbedingt. Bismarckstraße. Wo genau? Bismarckstraße 50, zweiter Stock. Liemann Rodriguez Bauer steht auf der Klingel. Heute Abend gegen 19 Uhr. Perfekt, bis heute Abend dann. Tschüss. Regardons le vocabulaire et les expressions. La colocation en allemand, c'est die Wohngemeinschaft. Die Wohngemeinschaft, abrégé die WG. Die WG. Fais attention à la prononciation. Die WG. Ich suche ein Zimmer in einer WG. Ich suche ein Zimmer in einer WG. Das WG-Zimmer. Das WG-Zimmer. Der Mitbewohner, die Mitbewohnerin. Der Mitbewohner, die Mitbewohnerin. Die Miete. Die Miete. Le loyer est divisé en deux parties. Le loyer froid, die Kaltmiete, et le loyer chaud, die Warmmiete. Le loyer chaud inclut les charges. Dans une colocation, c'est le chauffage, l'eau et l'électricité. Il vous reste à payer un montant partiel pour la connexion Wi-Fi et la redevance radio-télévision. Die Küche. Die Küche, das Bad, das Bad, das Zimmer, das Zimmer. Wie groß ist das Zimmer? Wie groß ist das Zimmer? Ist das Zimmer möbliert? Ist das Zimmer möbliert? Kann ich mir das Zimmer ansehen? Kann ich mir das Zimmer ansehen? Wann kann ich mir das Zimmer ansehen? Wann kann ich mir das Zimmer ansehen? J'espère que vous avez profité de la leçon. Alors je vous prie de mettre un j'aime à cette vidéo, ça serait très sympa. Regardez aussi d'autres vidéos d'Allemand Compris et n'oubliez pas de vous abonner pour agrandir notre chaîne. Je vous embrasse très fort et on se revoit dans une nouvelle vidéo. Danke und bis bald bei Allemand Compris.